Hallo meine Lieben, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und zwar mache ich heute eine Maske mit euch zusammen und ja, und werde ein bisschen reden, was eigentlich los war oder los ist, weil schon lange kein Video mehr kommen ist. Tut mir wirklich leid, aber ich war mit den Nerven am Ende und bin es eigentlich immer noch, aber ja, auf jeden Fall, ich habe mir gedacht, ich mache die März-Spezial-Schlaf-Dich-Schön-Maske. Die da mache ich mit Hyaluronsäure und Feigenextrakt. Ja, mein Mann ging sehr, sehr schlecht und ja, er war im Krankenhaus und bis letzte Woche Mittwoch wurde er dann in eine Kurzzeitpflege gegeben, weil er konnte gar nichts mehr selbstständig machen, nicht mehr zur Toilette gehen, er ist bloß umgefallen und er war sehr, sehr schwach und ja, auf jeden Fall haben sie ihn soweit jetzt wieder aufgepäppelt, dass er wieder laufen kann, zwar langsam. Und ja, das Schlimme ist ja, dass das, die haben dann zwar jetzt aufgepäppelt wieder, er hat ja gar nichts mehr gegessen gehabt und ja, dass er jetzt wieder isst und das auf jeden Fall, ja, aber was ist jetzt, wollen sie nächste Woche Montag entlassen nach Hause. Und da fängt meine Angst wieder an, weil das war jetzt die letzte Zeit nämlich immer schlimmer. Durch meine Augenmaske wieder drauf. Kennt ihr von mir schon. Dass es immer kürzer die Zeiten waren, wo es ein Gutgange ist und immer länger die Zeiten, wo es dann schlecht ging. Und es ging seit Weihnachten schon so zu, aber diesmal geht es halt sehr, sehr lang und ich habe sehr viel mitgemacht die letzten Wochen und ja, auf jeden Fall kommt er dann Montag nach Hause und ja, und da ist dann meine Angst wieder, was kommt alles auf uns noch zu, weil dass die nicht heilen können, das ist klar, die können nur verlängern und aufbäppeln und so und ja, aber was kommt noch alles mit seinen ganzen Krankheiten, wo habe ich ja den Arztbrief habe ich mir geben lassen und ja, habe ich dann, ja und dann habe ich gesagt, weil der Arzt gesagt hat, oh weh, weh, weh. Und dann habe ich gesagt, ja, weil er gesagt, sind 19 Punkte, wo aufgeführt sind, habe ich gesagt, ja, was heißt das? Ja, ihr Mann ist alles andere als gesund. Ja, das weiß ich auch, dass mein Mann nicht gesund ist. Sondern schwer krank ist, aber was muss man denn noch alles mitmachen? Mein Gott, ist das frage mich. Vor allem, er hatte überhaupt keinen Lebensmut mehr. Er wollte gar nicht mehr. Jetzt hat er wieder einen Lebensmut, aber ja, das Schlimme ist ja, dass ich mitkriege, weil ich kenne ihn ja, dass er geistig auch abbaut. Er ist zwar ansprechbar und ja, man kann ihn ansprechen, aber bei manchen Dingen merke ich dann, dass er dann gar nicht folgen kann. Die Maske riecht sehr gut. Er kann gar nicht richtig folgen und ja, ist halt, vergisst viel gut, dass man vergesslich wird im Alter, klar, ist normal, aber der vergisst Sachen, ja. Die man eigentlich normalerweise nicht vergisst, so.
ist er. Also man merkt, also ich kenne ihn ja, ich spüre das, ich merke das. Und dann, also ich habe schon Angst davor, vor dem, was noch auf mich, auf uns zukommt. Weil ich bin ja selber krank, ich kann ihn nicht aufheben, wenn er mir umfällt. Also das ist ja, ja, darum haben sie nicht so weit wieder aufgepäppelt und dass er auch Körperpflege sich rasieren und so weiter kann. Also, weil das konnte er alles nicht mehr. Ja. Schwach auch und ja. Er hat ja sehr viel abgenommen und ja, jetzt haben sie wieder, dass er wieder ein bisschen zunimmt und ja. Ich glaube, meine Angst ist immer was, was kommt noch. Wird es noch schlimmer? Oder was kommt noch auf mich zu? Nur noch eine Frage der Zeit und ja, ist halt ein bisschen blöd. Und darum habe ich nicht einmal einen Nerv gehabt, meine Nägel zu machen, die habe ich immer noch. Wo ich es mir kurz vor meinem Geburtstag gemacht habe und ja, mal schauen, dass ich jetzt vielleicht am Wochenende mal schauen. Suchen ja fast jeden Tag und ja, so, das, die Maske ist jetzt drauf. Ja, ich besuche ihn fast jeden Tag, also jetzt morgen mal nicht, aber am Donnerstag wieder und ja, ist halt schlimm. So, ja, das ist schon mal, ich habe schon sehr viel mitgemacht. Das, und wie gesagt, ich kann ja selber nicht, ich kann ihn nicht hochheben und ja, wenn er wieder zu schwach ist und das wird wieder kommen, dass er wieder, das ist eben meine Angst, ne? Das, ja. Die Angst kommen kann er nehmen, das ist klar, das, ja. So, ich lasse jetzt die Maske mal 10 bis 15 Minuten einwirken. Glaube ich. Ja, 10 bis 15 Minuten. Ja, gut, dann machen wir das mal und dann melde ich mich gleich wieder. Und ja, also was ich jetzt zu der Maske sagen kann, ist, ja, die riecht sehr gut. Angenehm auf der Haut und ja. Ah ja. Naturproteinen. Den sogenannten Mikrobionen. Durch sie werden die Wirkstoffe zu den Hautzellen transportiert und können so ihre volle Wirkung tiefenwirksam entfalten. Die Haut wird von innen wieder aufgebaut. Ja, ich habe jetzt auch einen Haul, den ich abdrehen will. Vielleicht mache ich das morgen. Und ich wollte euch nur, also ich habe mir gedacht, ich mache eine Maske und ja. Und das werde ich nennen Lisas Maskentime oder Maskenzeit. Weil ich mache ab und zu schon noch Masken vor der Kamera und ja, die, wo ich so noch nicht gemacht habe und wo ich selber noch nicht kenne, ersten Eindruck. So, bis jetzt, es kribbelt nichts, es prickelt nichts, es ist angenehm auf der Haut, es riecht angenehm.
Ja, die Feige riecht ein bisschen. Jo, riecht ein bisschen fruchtig und ja, riecht sehr angenehm. Wie gesagt, und ja, ich habe mir aber jetzt das Gefühl gehabt, ja, da sind 2x5 Milliliter drin. Gut, es hat jetzt gereicht für meinen Zwicht, aber jetzt ist es vollständig leer. So, dann wasche ich mein Pinselchen und das Schüssele aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann werde ich noch was erzählen zu der Maske und dann seht ihr die Haut oder wie die dann ist. Ne? Also, bis gleich. So, bin wieder zurück. Ja, es war ein bisschen länger drauf gelassen wie 15 Minuten, aber das macht ja nichts. Und jetzt nehme ich das mit einem Kosmetiktuch ab. Und ja, war ganz angenehm. Es hat nichts gebrannt, nichts geprickelt, nichts. Es war nichts Unangenehmes. Es war richtig angenehm. Ja. Die ist so leicht rosa. Leicht roséfarben. Ja. Da steht ja drauf, den Effekt zu verstärken, soll man es dünn machen als Nachtcreme verwenden und drauf lassen. Das mache ich dann mit dem zweiten Sachet. Da habe ich nämlich schon mir ein Cremedöschen ausgewaschen. Passen genau 5 Milliliter rein. Und ja. So. Ja. Die Haut fühlt sich gut an. Ja. So, das bleibt jetzt drauf. Ich nehme nicht alles ab. Das andere massiere ich ein. Und das kann jetzt gar einziehen. Ja, ich habe jetzt diesmal nur zwei Dinger gebraucht. So, wie gesagt, das schön weich fühlt sich die Haut an. Naja, das ist ja wie bei jeder Maske eigentlich auch. Schön weich, ich finde sie gut, der Geruch war angenehm. Ja, mit Hyaluronsäure und Feige. Man kann ja nie was falsch machen mit Hyaluronsäure. Ja, das ist jetzt praktisch mein Ergebnis. Ja, das sieht man ja erst einmal morgen früh wahrscheinlich das Ergebnis, ne? Wenn es hast schon auf die Schönmaske. Ja, ich habe da zum Beispiel da so ein kleines Cremedöschen und da fülle ich mir das zweite rein. Weil da steht, stimuliert die hauteigene Regeneration und unterstützt den Schönheitsschlaf ihrer Haut, ja. Und dann Spezial-Beauty-Tipp. Für einen besonders intensiven Pflegeeffekt, die Matt-Spezial-Schlaf, die Schönmaske dünn auftragen, einmassieren und über Nacht einwirken lassen, ja. Und das mache ich dann eben mit dem zweiten Sachet, sie noch 5 Milliliter drin. Und da habe ich mein Döschen schon ausgewaschen und das tue ich dann damit rein und das mache ich dann auch. Und ja, ansonsten, ja, wie jede Maske halt. Ja, warm ist jetzt geworden.
will mich ja nicht beschweren, aber es ist so schwül zur Zeit auch. Das ist dann auch immer so blödes Dings, wenn das so schwül ist und ja. So, naja, beim nächsten, dann komme ich mit einem Heu. Wie gesagt, also da werde ich ja auch ungeschminkt vor der Kamera sitzen, weil zum Schminken habe ich im Moment auch keinen Nerv. Also ich fange schon wieder an, mich zu schminken, weil ich das sehr gerne mache, aber ich will mich damit aufbrezeln, wenn es meinem Mann nicht gut geht. Also das ist, ne, könnte ich gar nicht und ja. So, auf jeden Fall ist da noch genug drauf, das spüre ich. Das muss einziehen und das lasse ich auch einziehen, weil ich habe zwei Tücher nur verwendet und ja, das bleibt dann drauf jetzt über Nacht und mal schauen, ob ich später noch eine Creme brauche. Bis jetzt fühlt es sich gut an und ich habe nicht das Gefühl, dass meine Haut noch Creme braucht im Moment, also ist gut versorgt. So, meine Lieben, dann ja, wünsche ich euch eine schöne Woche noch. Ja, heute haben wir Dienstag noch. Noch ist Dienstag und ja, mal schauen, werde ich das bearbeiten, das Video, und dann gleich hochladen. Okay, meine Lieben, dann wisst ihr jetzt, was los ist und ja, ich werde jetzt momentan, kehrt wieder ein bisschen Normalität ein, naja, was Normalität, also normal ist gar nichts da, aber jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht und ja, ich möchte auf jeden Fall den Heu machen, das mache ich dann morgen. So, dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine gute Nacht und ja, bleibt mir gesund. Na, nicht, dass ihr mir dann noch Dinge macht, das, ne, das kann oft schnell gehen. Das ist, also achtet auf eure Gesundheit, achtet auf euch und ja, und jetzt ist ja auch so, dass alle Tage praktisch meine Enkelin auf die Welt kommt, weil die ist ja schon eine Woche drüber, morgen ist eine Woche, also letzte Woche Mittwoch hat es im Bindungstermin gehabt und ja, so wie es ausschaut, ich telefoniere fast täglich mit meinem Sohn, das ist, der sagt, ja, ist alles ruhig, hat zwar Wehentätigkeiten, aber nicht so, dass man sagt, und der Muttermund ist noch zu, also ja, macht nur keine Anstalten. Jetzt, wenn es am Wochenende noch nicht kommt, wollen sie es wahrscheinlich einleiten, also mit den Wehentropfen. Ne? Also, schauen wir mal, sind auch wieder da Sorgen, ne? Also, weil wir ja nicht genug Sorgen haben. Ne? Und, ja. Ja, auf einer Seite ein freudiges Ereignis, auf der anderen Seite wieder nicht. Ne? Ach, furchtbar. Naja, auf jeden Fall, dann nochmal eine gute Nacht.